Hallo Leute, ich habe mir die Mystery Crate kommen lassen. Wenn ihr erfahren wollt, was da so mysteriös dran ist, dann bleibt einfach dran. Die Loot Crate hat sowas ähnliches wie den Grab Block bei Nerd Block gemacht, also quasi einfach alte Items, die sie irgendwie übrig haben aus allen Loot Crates und sowas, kann man jetzt so in der Mystery Crate bekommen. Ich habe mir gedacht, ich hole mir mal so eine und schaue dann, was da drin ist und zeige euch das Ganze. Ich habe jetzt für die Mystery Crate $29,95 bezahlt mit Shipping hierher und dann schauen wir mal, ob es das wert war. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ich da irgendwie so Alternativen bekomme von irgendwelchen Items, die ich eben schon habe, dass ich so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwas Cooles einfach nochmal bekomme in einer anderen Variation, die ich es nicht hatte. Das erste Item kenne ich dann auch schon, das ist aus meiner allerersten Loot Crate, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar ist das diese Sledge Saw Stift, was ich damals nicht sofort rausgefunden hatte, dass es eben ein Stift ist. Aber der ist richtig cool und der macht ein richtig gutes Geschenk auch, den werde ich verschenken. Und das finde ich auf jeden Fall cool, dass das bei mir drin war. Ich habe hier mal nach einem Preis recherchiert. Der ist ja Loot Crate Exclusive. Auf Amazon findet man ihn trotzdem, also von Privatverkäufern halt quasi. Und da ist er für $21,99 zu bekommen. Und deswegen werde ich auch mit dem Wert rechnen. Link ist natürlich wie immer unten in der Beschreibung drin. Dann haben wir als nächstes in der Mystery Crate einen Hexabug von Transformer. Das ist hier jetzt zum Beispiel eine Variation von einem Item, was ich eben eigentlich schon habe. Und darüber wird sich mein Sohn wahrscheinlich freuen, der hat mit dem anderen auch ziemlich viel gespielt. Den habe ich jetzt auf Amazon für €2,90 gefunden und das ist auch nichts Besonderes. Der ist ja so kleiner und der wuselt dann so über den Tisch hier rum. Es ist halt ganz cool und als Kind freut man sich darüber. Deswegen ist das auch ganz okay, dass es drin ist. Als nächstes war im Arcade-Block dann aus der Battle Crate ein Street Fighter, ein Super Street Fighter 4 Arcade Edition Steam Key mit drin. Da steht hier jetzt ein Wert von $20 drauf. Das Spiel gibt es so im Steam Store leider nicht mehr zu kaufen. Ich habe es zumindest nicht gefunden, deswegen rechne ich mit dem $20 Value. Vorne ist noch ein generischer Promocode für einen Mega Man Comic. Ich glaube, 2 Stück sind es. Das ist der Promocode Mega Man. Ich verlinke unten in der Beschreibung einfach mal, wo man den einlöst und wie der Code ist. Da könnt ihr euch dann quasi den Comic holen, wenn ihr möchtet. Da ich das, den Steam Code schon natürlich habe, werde ich den irgendwie verlosen. Wenn sich mehrere unten melden, dann lasse ich mir irgendwas Tolles einfallen, wie ihr den bekommen könnt. Ansonsten, wenn sich nur einer meldet, dann kann der den gerne haben. Wer meinen Channel jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß ganz genau, dass ich mich über das nächste Item tierisch gefreut habe. Wir haben ein Notebook. ja, das ist allerdings halt schon ein ganz cooles Notebook. Das ist dieses Comic-Notebook, wo man so seine eigenen Comics schreiben kann, wo so die Panels vorgezeichnet sind mit den Sprechblasen und so. Und Gedankenblasen und so, die man dann einfach so leichter einzeichnen kann, diese Schablone und so. Das ist schon ganz cool. Ich habe hierfür jetzt einfach mal $3 gerechnet. Das ist zwar geschätzt, aber ich denke, das ist ganz okay. Ich brauche zwar nicht wirklich Notizbuch, aber irgendwann sind die anderen bestimmt auch mal voll. Dann kann ich das irgendwann verwenden. Als nächstes hatten wir dann in der Mystery Crate Pop Rocks. Ich habe hier Blue Ras bekommen, also Blue Raspberry. Das ist ziemlich cool. Ich liebe Pop Rocks sehr, sehr viel. Allerdings werde ich die jetzt nicht hier live verzehren, die werde ich mir aufheben. Ich habe da mal mit 50 Cent gerechnet, das ist ganz okay, denke ich. Ich habe das Luchess-Video hiervor aufgenommen, da habe ich die Tootsie Roll schon gegessen. Das ist dann so, das sind so alle Carbs, die ich an einem Tag quasi zu mir nehmen sollte. Es sollte dann wirklich nicht mehr sein. Deswegen hebe ich mir die auf für einen anderen Tag, wenn ich darauf mal wieder richtig Lust bekomme. Über das nächste Item habe ich mich wirklich richtig gefreut. Und zwar haben wir hier so ein Tendo, so eine kleine NES-Kassette mit so einem Retro imaginären Spiel. Das ist hier Alien Attack und das ist da ein Alien drauf von Mars Attacks. Ich zeige das in der Nahaufnahme noch ein bisschen. Und die haben auch so einen kleinen Blaster in der Hand, die sind Loot Crate Exclusive. Und das ist richtig cool. Das ist genau sowas, was ich gehofft habe, dass ich bekomme. Von einem Exclusive Item einfach eine andere Variation und das ist sehr, sehr cool. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Gerechnet habe ich hier jetzt mal mit $10. Ich habe so auf eBay geschaut, für wie viel die ungefähr weggehen. Und das ist so im Groben der Schnitt so $10, wenn es nicht gerade die goldene Zelda-Cartridge ist, die kaum einer bekommen hat. Dann haben wir als nächstes so einen kleinen Lufterfrischer von Captain America. Ich habe hier jetzt wieder Captain America bekommen. Das ist leider keine Variation. Das war aber, glaube ich, auch kein Exclusive-Artikel. Aber ein Airfresher ist natürlich immer ganz cool. Der riecht jetzt hier anscheinend nach Vanille. Und gerechnet habe ich hier einfach mal mit $5. Dann war als letztes in der Mystery Crate eine Assassin's Creed Münze drin von Assassin's Creed Unity. Die habe ich ja schon, deswegen ist es ein bisschen schade, weil die gibt es natürlich nicht in einer anderen Variation oder so. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, auf die andere meinen Namen eingravieren zu lassen. Vielleicht
keine Ahnung, hat die Strawberry Lust auch so eine Münze mit ihrem Namen drauf zu bekommen? Wenn nicht, dann kommt die in meine Box, die ich hier habe, mit den Giveaway-Sachen, wo Sachen drin sind, die ich an Freunde oder so verschenke, die sich dann drüber freuen können. Gerechnet habe ich hier mit 9 Dollar. Da habe ich eine Ebay-Auktion für gefunden. Der verkauft nämlich mehrere davon für 9 Dollar, deswegen habe ich den Preis genommen. Ich verlinke das natürlich auch unten in der Beschreibung. Das war der Inhalt in meiner Mystery Crate. Insgesamt hat es einen Wert von 72,39 Dollar. Vom Wert her ist es super eigentlich. Klar, ich habe 29,95 bezahlt, bekomme was für 70 Dollar, das ist schon super. Ich habe leider nur eine Alternative-Version bekommen von dem, was ich schon habe. Das ist ein bisschen schade und ja, aber es war jetzt halt nicht so meins. Ich überlege mir, ob ich das nochmal mache, wenn sie das irgendwann anbieten. Wahrscheinlich eher nicht, aber trotzdem war ganz cooles Zeug drin. Durch die Mystery Crate habe ich jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen zum Verlosen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, nichts mehr verpassen wollt, lasst mir auch gerne ein Abo da. Dann weiß ich, dass ich alles richtig mache. Lob, Anregung oder Kritik könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare posten. Ihr kriegt auf jeden Fall von mir oder von der Strawberry dort eine Antwort. Ich freue mich drüber, weil ich dann weiß, was ich besser machen kann oder was euch vielleicht nicht so gefallen hat dieses Mal im Video. Für sonstige Infos neben den Boxen oder wenn es noch irgendwelche zusätzlichen Infos zu irgendwelchen Artikeln gibt, die ich jetzt im Video irgendwie nicht mehr reingepackt habe oder ich kriege es erst später mit, sowas würde ich dann auf meiner Facebook-Seite posten. Wenn euch sowas auch interessiert, dann könnt ihr mir dort noch ein Like da lassen. Ist unten in der Beschreibung ein Link zu drin. Dann bedanke ich mich bei euch dafür, dass ihr mir zugeschaut habt und würde mich natürlich freuen, wenn ich euch auch im nächsten Video begrüßen darf. Later! Hallo Leute, ich habe mir die Mystery... My Mystery...